endlich erreiche ich dich. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mir gewünscht, das wäre alles gestern nur ein schlechter Traum gewesen. Also was war eigentlich mit euch los? Ihr wisst genau, dass ich mich seit einem Jahr aufs Pop Open gefreut habe. Und dann komme ich dort an und verliere mich sofort. Ich bin nur kurz weggegangen, als sie wieder zum Platz kam, war die einfach verschwunden. Ich meine, habt ihr überhaupt versucht, mich anzurufen oder so? Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, euch zu suchen und euch zu versuchen zu erreichen. Dann habe ich Materia verpasst und auf den hatte ich mich besonders gefreut. Das wusstet ihr, wegen euch konnte ich den dann auch nicht sehen. Und den ganzen Tag auf dem Festival konnte ich eigentlich nur damit verbringen, euch zu suchen und rumrennen und alle Auftritte zu verpassen. Und dann habe ich gerade da ein Plätzchen gefunden, wo ich mich hinchillen konnte. Dann kam da so ein Bühnenarbeiter und hatte mich da so drum angegraben von der Seite. Das hat mir gerade noch gefehlt gehabt. Bin ich da weggegangen, haben mir ein Bier geholt und mich in den Sessel geflackt. Aber war dann auch total langweilig dort alleine. Dann habe ich mir mal was zu essen geholt, bin ich halt wieder weitergelaufen, habe euch gesucht und ich habe halt keinen Menschen dann dort gekannt, niemand getroffen oder so. Es war schon langsam dunkel, Wu-Tang Clan konnte ich dann gerade noch ein bisschen sehen, aber dann war es mir zu blöd und ich wollte dann auch nicht mehr draußen nur so auf euch warten. Habe mich halt entschieden, auf die Aftershow-Party zu gehen im Perkins Park. Kam auch schon der Auftritt von Red Bull Live, dann kamen da die ganzen Tänzerinnen und die ganzen Bläser und da war so eine Bühne aufgebaut und es war dann richtig geil. Das hat mir dann echt noch den Tag gerettet. Also war dann echt ein geiler Abend und dann bin ich noch an die Bar gegangen, hab mir was zu trinken geholt und den treffe ich da, den Bühnenarbeiter vom Hip-Hop Open. Es war gar kein Bühnenarbeiter, sondern ja, der hatte, glaube ich, irgendwas mit Musik studiert oder so. Naja, also fürs nächste Jahr sage ich euch nur, es wird nicht so laufen, das machen wir anders, weil so einen Tag will ich echt nicht mehr verbringen. Aha, die haben es dir wirklich abgekauft. Es war einfach mal wieder richtig geil und ich freue mich schon aufs nächste Jahr.